Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, die Auswertung vom 15 € Playcard Giveaway zu machen. Muss euch auch leider mitteilen, dass ich das noch verzögern würde. Ich stecke ja momentan in meiner Klausurphase und habe es einfach nicht geschafft, eure ganzen Posts mir durchzulesen und anzugucken. Also es wird noch dauern. Ich will ja auch die ganzen Texte vernünftig lesen und mir Zeit dafür nehmen. Also wird es wahrscheinlich sich noch um 5-6 Tage verzögern, bis ich da eine komplette Auswertung gemacht habe. Aber ja, also ihr kriegt auf jeden Fall das Giveaway, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das wird nur ein bisschen länger dauern. Ihr habt ja auch gemerkt, momentan habe ich wenig Aktivität auf dem YouTube-Channel, weil ich es einfach nicht schaffe, weil ich lernen muss ohne Ende. Aber Mittwoch bin ich durch mit meinen ganzen Klausuren und dann wird sich das Ganze auch wieder entspannen. Und dann habe ich auch Zeit, um ein bisschen Content wieder zur Verfügung zu stellen. Ja. Ansonsten dachte ich, gibt es heute zumindest ein Video zum nächsten Update. Da hat uns Friendly Fire schon einiges zur Verfügung gestellt im Forum. Und da springen wir mal hin. Und zwar kommen die Fackelkämpfe, bekannt als Gildenkriege. Aber wir kämpfen bei den Gildenkriegen jetzt um Fackeln. Deswegen Fackel. Das Ganze findet ihr unter Gilde, unter dem Boss. Neben dem Boss ist dann hier Fackelkampf. Und wie sieht so ein Fackelkampf aus? Also ihr habt 10 Verteidigungsversuche und 10, also Angriffsversuche und Verteidigungsversuche. Pro Held, den ihr quasi ins gegnerische oder in Angriff führt, verbraucht ihr einen von euren Besuchen bei der Verteidigung auch so. Ihr kämpft gegen einen gegnerischen Helden mit einem von euren Helden und verbraucht einen Versuch. Die Regenerationszeit liegt eine Stunde pro Held. Das heißt, 10 Stunden braucht ihr, um euch wieder zu regenerieren im Angriff und in der Verteidigung. Das Fackelsystem. Verteidigt ihr erfolgreich, also besiegt ihr einen gegnerischen Angreifer, einen Held, erhaltet ihr eine Fackel. Für jede fehlgeschlagene Belagerung, Verteidigung, also für jeden fehlgeschlagenen Angriff oder Verteidigung, verliert eure Gilde eine Fackel. Also es wird ein Hin und Her von den Fackeln auf jeden Fall geben. Das Ranking für die Fackeln wird separat stattfinden. Das heißt, es gibt am Ende des Tages eine Auswertung und je nachdem, wie viele Fackeln ihr habt, gibt es eine Belohnung in Form von Ruhmpunkten, Splittern und Gems. So, die Belagerung sieht wie folgt aus. Wir kennen die Bilder bereits. Ihr habt hier unsere Heldenliste. Habt denn hier eure Anzahl von Versuchen, maximal 10. Könnt also hier bei einem Angriff 10 Helden platzieren. Dann müssen die sich wieder auffüllen, die Angriffe. Haben wir noch ein schönes Bild. Ich habe es mir eben live angeguckt. Also so sieht es hier aus. Hier sind zwei Helden. Wenn ihr in der Defensive seid, seht ihr, wer euch hier angreift. Dann habt ihr dieses Bild. Wählt euren Helden dazu aus und habt dann, wie ihr hier sehen könnt, seid ihr quasi immer noch im Hintergrund in diesem Modus. Habt ihr und eure Helden, wählt euren Helden aus, klickt auf die Karte, gegen welchen gegnerischen Helden ihr kämpfen wollt und habt dann hier einen 1 von 1 Battle. Das heißt, eure Kämpfe finden nicht wie in Arena statt, 5 von 5 oder auch nicht Gilde vs Gilde, sondern einer von euren Helden gegen einen von den gegnerischen Helden. Und hier habt ihr quasi eine Übersicht, welche Helden euch gerade angreifen und welche Helden ihr von dort attackieren könnt. Ansonsten, ja, ist denke ich relativ klar, wie es funktioniert. Ihr habt einen Defensivmodus, ihr habt einen Angriffsmodus. Im Angriffsmodus platziert ihr eure Helden. Im Defensivmodus seht ihr, wer euch angreift, mit welchen Helden. Könnt mit euren eigenen Helden immer 1 vs 1 die anderen Helden angreifen, eure Angreifer denen entgegentreten und könnt dort denn eine Fackel gewinnen oder eine Fackel auch verlieren. Die Defensive wird eher der Spielinhalt sein, weil ihr natürlich werdet eure Helden aufstellen und die Top Gilden, wenn ihr natürlich öfter angegriffen werden, dann muss man sich eben das verteidigen. Man braucht eine hohe Aktivität. Das fördert also auf jeden Fall das Gildenzusammenleben. Momentan ist es in der Facebook-Version nur draußen und dort können nur die Top 100 Gilden am Kampf mit dran teilnehmen. Umso höher, dann fällt mir auch gerade ein, umso höher euer Gildenhaus, also umso mehr Member ihr haben könnt, umso höher ist ja auch eure Speicherkapazität eurer Flammen. Wie ihr seht, sind sie unterschiedlich hoch. Umso mehr Flammen ihr habt, umso höhere Belohnung. Ja, ich habe hier im Friendly Fire hat es hier netterweise alles zusammengefasst. Hat auch noch ein Video dazu gepostet von der Facebook-Version. Interessant ist natürlich hier noch, dass ihr wirklich 1 vs 1 habt. Das heißt, hier ein Moltanica wird hier natürlich sehr, sehr stark sein mit seinem Debuff. Wird sich zeigen. Wenn wir hier nochmal in das Video reingucken, fix von der Facebook-Version. Warte, ich gucke mal, ich habe es mir eben komplett angeschaut. Zeigen wir, springen wir mal hier in die Mitte. Oh, Qualität hier hoch.
hochsetzen. Da seht ihr, unten habt ihr eben die Liste und könnt hier im Angriff eure Helden platzieren und die laufen dann hier in Slow Motion. Ich glaube, eine Stunde habt ihr Zeit, bis die Helden die gegnerische Basis erreichen und dann die Fackeln erobern. Und ihr seht hier, wie die Helden in Slow Motion laufen und nach einer Stunde werden sie beim gegnerischen Gebäude sein und kriegen dann pro Held, der dort ankommt, eine Fackel. Und ihr müsst jetzt im Defensivmodus, springen wir mal hier nach hinten, im Video, der wird interessant sein, weil dort müsst ihr die Angriffe ja abwehren auf jeden Fall. So, haben wir hier einen Kampf, eine Auswahl. Ich zeige euch erstmal den 1v1-Kampf. Also ihr habt euch jetzt einen gegnerischen Held ausgesucht, euren eigenen Helden. Dann treten die hier wirklich in einem 1v1 an. Haben hier Leben, na gut, Snowzilla. Was natürlich einige Helden dann hervorheben wird von der Stärke. Zack, und der Gewinner kriegt eine Flagge und der Verlierer quasi von dem Kampf verliert eine Flagge. Wir wollen ja nochmal gucken. Für eine Auswahl. Achso, hier seht ihr direkt, man wählt dann seinen Helden aus, guckt welche Helden hier, sieht man auch nochmal in der Liste und dann sieht man, okay, jemand anders aus der Gilde kämpft gerade gegen den, suche ich mir vielleicht einen anderen Gegner aus. So, Attack und dann läuft der Kampf wieder 1v1. Also es wird auf jeden Fall die Gildenaktivität erhöhen, weil man muss natürlich Absprachen treffen, zu welcher Uhrzeit greifen welche Spieler welche Gilde an. Man will von dieser Gilde dann ja die Flaggen holen. Die stärkeren Spieler werden sicherlich eher die Angriffe führen, verteidigen. Können dann alle, natürlich müssen sie gucken, dass sie auch nach Möglichkeit natürlich einen sicheren Sieg einfahren. Das wirft aber meine Pläne mit Core auch so ein bisschen über den Haufen. In kurzer Zeit eine gute, starke Gilde aufzubauen, war eh nie mein Ziel mit Core und wird auch so nicht funktionieren, muss ich mir noch überlegen, wie es in nächster Zeit denn weitergeht. Aber so viel erstmal zum Gilden-Update. Wie gesagt, ist schon bei Facebook, Fackelkämpfe. Je nachdem, wie viele Fackeln habt, ist ein Faktor, glaube ich, der war 50. Das heißt, ihr habt 10 Fackeln. Gibt es 500 RP zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die genaue Schüsse ist, aber je nachdem, in Abhängigkeit von eurer Fackelanzahl, werdet ihr dann natürlich dementsprechend belohnt. Ja, soviel erstmal zum nächsten Update. Den Thread hier findet ihr im Forum, falls ihr selber nochmal nachlesen wollt. Ansonsten natürlich bin ich immer gespannt, wie ihr das aufnehmen werdet. Das war's von mir, euer Hunted. Tschüss.